Herzlich willkommen zur ersten Folge von Orgatainment. Heute live Rock am See mit einem fantastischen Gast, Stieblich, Smudo. ja, ich weiß, welcher Beitrag das ist. So einen dicken Bus, in dem wir dann auch Betten drin haben und schlafen. Nightliner, heißt das Fachjargon. Das ist richtig alt. Da habe ich noch nicht mal an diesen Lehrstuhl gedacht. Als 99, sogar vor meiner Zeit, das soll schon was heißen. Und damit fahren wir an den Wochenenden rum. Eine von den Singles ist dieses Buenos Dias Messias. Hat etwas Aufruhr verursacht, weil ihr habt ja gewisse Medienzentren überfallen. Da ist Smudo auch noch ein bisschen dünner als er heute. Das ist und jünger. Und zwar mit den Slogans: Wir sind gegen die Manipulation der Masse. Ein Applaus für Scheiße. Und aber guck mal, wie fertig der aussieht. Und die Mädchen vermitteln ein zu einfaches und simples. Der guckt den kein einziges Mal an. Ah, jetzt. Infizierte Werte- und Moralvorstellungen. Was sind für euch die Medien? Die Medien ist in dem Fall vielleicht ein bisschen zu weit gefasst, aber wir leben in einer Gesellschaft und wir wachsen da hinein. Die Informationsrevolution findet in diesem Moment statt. Die Allgegenwart von Informationen durch Kabelfernsehen, Internet, Briefkästen und Telefon und immer die ganze Zeit ist man informiert. Es ist aber so, dass im Kabelfernsehen zum Beispiel Information natürlich auch sortiert und manipuliert wird. Jetzt ist er wieder auf seinem sozialkritischen Trip. So sieht er sich ja gerne, aber selber fährt er auf Nürburgring Autorennen. Um einen Markt zu befriedigen, der aber auch erstmal gezüchtet werden muss. Man läuft von Information nach Angebot und Nachfrage und das ist verantwortungslos. Jede dritte, vierte, fünfte doofe Hausfrau wird da auf irgendeinen Stuhl gezerrt und erzählt irgendeinen Dreck. Und es gibt Leute, die halten das dann für bare Münze oder sowas. Also das finde ich wirklich gefährlich. Das Modo geht halt ab wie das Messer. Kulturelle Moral, also das hat nicht mit irgendwelchen Sittenwächterei zu tun, aber die Moralvorstellungen, die kulturellen Moralvorstellungen, die gemeinsame Begriffswelt, in der wir leben und kommunizieren, die wird total verwaschen, ausgewaschen. Er ist Philosoph. Konsument, dass man das verantwortungsbewusst machen soll, dass man nicht verlernen soll, sich seine eigene Meinung zu bilden und dass man sich nie genieren sollte, zu sagen, ach, davon habe ich keine Ahnung. So. Das ist so, ich halte dir mal ein Mikrofon drunter und jetzt darfst du einmal so. 5 Minuten deine Meinung sagen. Da gehen wir als Autonomie-Medien-Guerilla, wir, die selber ja auch, deren Bilder genommen werden und die auch für Zeitung gemacht werden, die da ist geklaut, Fanta 4 Sellout, Fanta 4 ist toll, Fanta 4 ist scheiße, die nehmen unser Bild und benutzen es überall und arbeiten damit ja und machen damit neue Informationen und machen Klischees. Wir gehen dann endlich mal... Hat er eigentlich irgendwie zu viel gekifft oder was? Ich kann doch nicht so viel reden. Leute, diese Bilder machen von uns, diese Abziehbilder von uns machen, halten eine Kamera ins Gesicht und schon werden sie beleidigt und rufen die Polizei. Wen habt ihr genau überfallen? Wieso genau diese? Das war ein logistisches Ding. In vielen ja. Ja, das ist auch richtig so. Muss schneller gehen. Ja. Guck mal hier, es ist schon dunkel, jetzt muss man ihn schon ausleuchten, damit man ihn überhaupt noch was sieht. So lange hat er geredet. bla bla bla. Aber der Programmchef findet es richtig cool. Hat gesagt, er hat vor 15 Jahren unsere Platten aufgelegt, was mich sehr interessiert, was mich vielleicht interessant finde, weil wir erst seit 10 Jahren Fanta 4 sind. Die Fans da unterscheiden sich in die Fans, die uns grundsätzlich und fast blindlings gut finden, weil wir so abwechslungsreiche Sachen machen, weil wir Dinge machen, über die Musik hinausgehen, die fanden das toll. Und dann gab es welche, die gesagt haben, ach, das bringt's doch nicht, ihr benutzt doch selber die Medien aus. Da muss ich sagen, nur ein Sünder kann geläutert werden. Oh, geiler Spruch, nur ein Sünder kann geläutert werden. Ich kann doch nicht gegen irgendwas protestieren, wenn ich nicht weiß, wovon ich da spreche. Ich habe eine kompetente Meinung, was dieses Thema angeht, deshalb kann ich auch dagegen protestieren. Und es gab welche, die gesagt haben, ja, das bringt's doch nicht, das gucken doch nur doofe Leute, ihr müsst eine Diskussionsveranstaltung machen. Auch denen sage ich, wenn ich jetzt an die Universität gehe und Diskussionsveranstaltung mache, rede ich mit Leuten, die das sowieso schon wissen. Da mehr Applaus abzuholen, ist nun wirklich nicht schwer und damit ändere ich noch weniger als nichts. Der ist hart.
Komm, Ende Gelände, ich hab kein Disco. Immerhin haben wir es mit der Aktion gerade in so billige Wetter wie die Bild geschafft und die Bunte und die Mühlen der Information laufen nun mal über die großen Kanäle für Diskussionen. Hier ständig, du kommst und redest mit mir darüber. Und wir haben diesen Videoclip und der führt auch in Diskussion.